Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mache ich etwas, das, ey, das glaubt ihr wirklich nicht. Das glaube ich eigentlich fast selber nicht. Aber es geht um das hier, was es damit auf sich hat. Das geht's gleich hier nach dem Intro. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer und heute tue ich etwas, das würde ich normalerweise niemals tun. Ich würde es nicht mal anfassen. Ich weiß nicht, wie viele Kunden ich dazu gebracht habe, auf Workshops, nach Workshops und auch auf Fotoreisen solche Stative einfach wegzuwerfen. Und jetzt gab es eine, ich sag mal, angeregte Diskussion in einer Facebook-Gruppe. Da geht es in dieser Gruppe um das Thema Fotografieren für Anfänger und Fortgeschrittene. Und der empfahl doch ernsthaft ein User, dieses Stativ hier von der Firma Bosch als Einsteigerstativ und vor allem für das Fotografieren auf Festivals oder unterwegs, wo das Equipment auch ruhig mal ein bisschen leiden kann, weil wenn das kaputt geht, dann ist das ja nicht ganz so tragisch. Da bin ich reingesprungen und habe gesagt, warte mal ganz kurz, also so ein Stativ, das kann man nirgends für nichts benutzen, das ist generell besonders schlecht fürs Fotografieren geeignet, weil eigentlich hat es hier so einen typischen Videokopf. Also auch den möchte ich kaum als Videokopf bezeichnen, aber ja, es ist eher so eine Art Videokopf. Und gleichzeitig, wie kann man so ein Stativ empfehlen? Und dann ging es immer wieder hin und her und er sagte, ja, aber für irgendwie Mitte 20 Euro ist das wirklich gut und so weiter. Und ich sagte, ja gut, das sind Stative, die gibt es auch mal für 9,95 im Baumarkt. Dann heißen sie nur nicht Bosch, sondern irgendwie anders. Ich kenne diese Stative, ich kann das niemandem empfehlen, das zu benutzen. Und nachdem die Diskussion nicht aufhören wollte, habe ich gesagt, ich bestelle das und gucke es mir für euch an, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, kann man ein Stativ für Mitte 20 Euro, also 25 Euro kaufen und es taugt was? Oder ist das wirklich Schrott und wie ist meine Meinung dazu? Und was würde ich dir empfehlen? Insofern wollen wir mal gucken, wie es in der Packung aussieht. Ich habe es hier selber noch nicht ausgepackt, wir machen das jetzt hier direkt beim Gucken. Hier ist erstmal so ein schönes Qualitätssiegel von Bosch rübergeklebt, ja, das lobe ich mir doch. Und jetzt gucken wir mal hier rein. So, dann ist das Ganze hier in so einem Lottenfolienbeutel. Also in jedem Fall, die Verpackung ist schon mal gar nicht so übel. Scheint jedenfalls schon erstmal heil hier angekommen zu sein. Mal schauen, ja. So, jetzt habe ich das Stück, ich hätte fast gesagt gutes Stück, hier in der Hand. Was fällt mir als erstes auf? Als erstes fällt mir auf, hier unten die Füße, die sind so beweglich. Ja, da mag der eine oder andere sagen, das ist geil. Ich sage dazu, es ist scheiße, weil wenn da oben drauf ein bisschen Gewicht ist und die bewegen sich, dann ist das keine Option. Ein Stativ ist dazu da, damit die Kamera stillsteht. Dann habe ich hier so Klemmen. Das sind so Schnellverschlüsse. Ja, die gehen sehr, sehr leicht. Also ich habe ein bisschen Zweifel, dass die viel Druck aushalten und vor allem, dass die eine ordentliche Tragkraft von dem Stativ aushalten. Also wenn da eine ordentliche Kamera drauf ist, aber so what. So, und dann ist es hier das Übliche, das kennen die meisten auch, die so Billigstative im Einsatz schon mal hatten. Ich mache das hier mal ein bisschen aus, damit ihr das hier direkt schön vor mir sehen könnt. Unten wird es einmal noch an der Mittelseite geklemmt. Hier sogar eine Seriennummer drauf. Mein lieber Herr Gesangsverein, jetzt geht's aber los. So, so sieht das Stativ aus, wenn es ausgefahren ist. Es ist in jedem Fall hier nicht besonders verwindungssteif. Habe ich auch nicht erwartet, also woher soll das kommen? Und dann haben wir hier einen Kopf. So, der Kopf ist hier drehbar. Ich würde niemals so einen Stativkopf haben wollen, weil der ist nicht Akaswiss-kompatibel und ohne Akaswiss geht meiner Meinung nach, ich sage es mal ganz offen, gar nichts mehr. Aber so what, der ist auch nicht austauschbar. Das ist das Schöne an hochwertigen Stativen. Für alle, die es nicht wissen, ein Stativ besteht aus einem drei Beinen und einem Kopf, den man eben separat kaufen kann und nach seinem Gusto einen Drei-Wege-Neiger oder einen Kugelkopf oder was auch immer man möchte. Und entsprechend hat man oben auch eine Aufnahme für unterschiedliche Plattensysteme. So, hier ist so eine Schnellkupplungsplatte dabei. Das System kenne ich von diesen billigen Stativen. Das ist überall das Gleiche. Ich habe da wenig Vertrauen drin. So, dann könnt ihr so längs schwenken. Okay. Die Kamera so schwenken geht nur hier über so eine Schraube. Stellt sich hier fest, das ist auch alles ein Klapperkram hier. Über so eine Schraube. Das heißt, da gibt es keinen Hebel zu. Könnt ihr sie ein bisschen ausrichten noch. Und ihr könnt so drehen. So. Also. Ich glaube, man sieht das hier schon, das ist hier alles unglaublich instabil und hier oben, hier gibt es noch, ich drehe es mal um, damit ihr es sehen könnt, hier gibt es noch so eine Schraube, die ist wahrscheinlich die Mittelsäule klemmt und dann hier so eine kleine Kurbel. Ha, die ist so geil, die bricht bestimmt gleich ab. So. Da kann man über so einen Zahnantrieb in der Mittelsäule hochfahren.
Ey, allen Ernstes, das ist ein Stativ, was jemand jemandem empfiehlt? Also, ich kann es nicht fassen, dass das hier jemand Anfängern in der Fotografie empfohlen hat. Das ist unter uns gesagt der allerletzte Schrott. Ich kriege hier nicht mal mehr das Ding gelöst, sodass wir das hier hochfahren können. So, der allerletzte Schrott. So. Das kann man niemandem empfehlen. Das ist für nicht mal... Da möchte ich nicht mal eine Handyaufnahme von machen, mit einer Handyhalterung obendrauf. Wenn ihr ein Stativ kaufen wollt, dann kauft einmal ein ordentliches, kauft es in der Größe, wie ihr es braucht. Ihr habt hier höchstwahrscheinlich auf dem Kanal mein Video zum Thema Stative schon gesehen. Ich selber habe Rollei-Stative und auch die, ich sage es hier gleich dazu, weil es kommt sowieso gleich jemand, der sagt, hast du ja bestimmt nicht bezahlt. Stimmt, habe ich nicht gekauft. Rollei ist Kooperationspartner der FF-Fotoschule und deswegen stehen mir die Stative auch zur Verfügung hier am Standort Hamburg. Aber ich habe da unterschiedliche Größen, weil ich unterschiedliche Einsatzzwecke habe. Aber das muss jeder selber entscheiden. Braucht ihr eher ein kleineres Stativ oder eher ein riesiges? Das ist etwas, entscheidet das anhand dessen, was ihr damit macht. Aber kauft nicht für Mitte 20 Euro, für 25 Euro ein Stativ, was nicht mal die erste Urlaubsreise übersteht und dann Schrott ist. Auch nicht, wenn ihr damit auf ein Festival gehen wollt. Weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Stativ versagt und ihr könnt gar keine Fotos mehr machen. Oder aber das Stativ geht kaputt. Und eure Kamera gleich mit, weil sie umfällt. Ja? Denkt mal an Wacken, schön mit dem Stativ, die Kamera fällt komplett in den Matsch. Also allen Ernstes, sowas kann man keinem Menschen, keinem Fotografen guten Gewissens empfehlen. Und das ist hier nur das Beispiel, weil er gesagt hat, dieses Stativ habe ich gekauft und das ist besonders gut, deswegen habe ich genau das bestellt. Das gilt für die allermeisten Stative, die ihr in Baumärkten kaufen könnt, bei großen Internetversendern, die nur mit so Billigzeug handeln und heißen wie Süß oder Austern. XXX Perlen. Ja? Solche Stative kauft ihr lieber nicht, sondern kauft euch einmal was Ordentliches. Wenn ihr an den Rollei-Stativen interessiert seid, schaut nochmal hier in die Videobeschreibung, dann gibt es noch einen Gutscheincode, mit dem ihr die vergünstigt kaufen könnt, dann spart ihr auch noch ein bisschen was. Und natürlich sind die meisten Stative, die gut sind und ordentlich, deutlich teurer als 25 Euro. Aber so ein Stativ hält auch sehr, sehr lange. Für viele ein Leben lang, wenn sie damit pfleglich umgehen und es nicht ständig benutzen, aber auf alle Fälle deutlich länger als eure Kamera. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und immer schön dran denken, wir sehen uns wieder.